Auch heute wieder herzlich willkommen bei Krummen LP. Am ersten Tag im Bunker, im Krieg. Fuck the war. Stimmt. Das Spiel heisst This Little War of Mine. Und wir sind eine Gruppe von drei Menschen. Hier in diesem schönen Haus. Für mich absolut etwas Neues. Auch ein Plattformwechsel. Ich spiele auf der Xbox One. Mit dem Elite Controller. Ja, und ich bin gespannt, was wir da so machen. Als der Bürgerkrieg ausbrach, dachten viele Leute, dass er nur ein paar Wochen dauern würde. Es dauerte Jahre, bis das Militär der Regierung endlich die Rebellen in der Hauptstadt eingekesselt hatte und all ihre Versorgungswege abschnitt. Die Zivilbevölkerung, die in der Stadt gefangen ist, leidet unter Hungersnot, Erkrankungen und Bombardierungen. Katja traf sowohl Pavle als auch Bruno noch vor dem Krieg. Sie ist eine Reporterin gewesen, während Bruno seine eigene Kochshow im Fernsehen hatten. Pavle ist der Star der lokalen Fußballmannschaft gewesen und sie hatte ihn einmal interviewt. Nun treffen sie sich unter vollkommen anderen Umständen auf der Suche nach Lebensmitteln und Unterschlupf. So, und das ist also die Geschichte von diesen drei Leuten. Katja, Bruno, Pavle. So. Und ich will mal behaupten, wir haben da ja ein Haus, da kann man rumlaufen mit den Leuten. Türen aufmachen. Ah. Okay, gut. Können wir mal rauf schauen. Ah, so. Schon interessant. Da zweidimensional gelöst das Ganze. Also Katja, schauen wir mal, was haben wir denn da? Ah, was hat sie gefunden? Also Materialien wie Zucker, sauberes Wasser. Sehr gut. Ich würde sagen, nehmen wir alles mit. So, und viele Leute haben ja gesagt, hey komm, mach doch das mit Webcam. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich würde nur die Stimmung versauen. Wenn ich da jetzt noch mit Webcam drin wäre. Also da ist gar nichts. Kühlschrank ist leer, alles ist leer. Was haben wir denn da rein? Da mal rein schauen. Auch wieder ein bisschen Material. Kräutli. Gut, gespannt, was wir da craften können. So. Auch hier am Anfang einfach sammeln. So ist auch gut. Ja, und anscheinend müssen wir da wirklich auf unsere Truppen schauen. Wir haben obendrauf den ersten Tag Zeitanzeige plus Temperatur. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Winter sehr wahrscheinlich relativ heftig und kalt werden. So, und du darfst da mal abbauen, komm. So, dann haben wir da. Er hat Schüttelfrost, das geht ihm nicht so gut. Dann müssen wir vielleicht einmal Medizin suchen. So. Jetzt haben wir da rein. Da rein ist nichts. Gehen wir mit dir vielleicht aufwärts. Da mal abbauen. Und hier geht es schlecht. Also, Pavle, schauen wir mal, was haben wir denn da für dich irgendwo? Vielleicht dort oben im Bad. Ich
Im Bad könnten wir Medizin finden. Gut, zum Glück haben wir einen Dietrich gefunden vorher. Also. Da, der Bruno ist fertig, jetzt schaut der Bruno noch ein Schränkchen. Abgeschlossen, okay. Aha. Das ist interessant. Dementsprechend einfach mal die leutliche Steuer in diesem Haus. Und ja, ich bin extrem gespannt, was da noch für Challenges kommen. Ob wir in diesem Haus bleiben oder ob wir da noch weiterkommen. Ihr merkt, ich habe mal wieder keinen Plan vom Ganzen. So, Katja ist fertig. Schau schon mal in den Schrank. Kräutli. Gut, nehmen wir auch alles wieder mit. Gut. Jetzt haben wir ja irgendwo ein Werk. Oder so eine Werkbank habe ich vorher gesehen. Wie war das? Ah, da unten. So. Und was können wir jetzt da machen? Haushaltsartikel? Okay, also einfaches Gerät, Ofen können wir bauen, Radio, Grill, Verbrauchsgüter. Interessant. Aber ich denke, vielleicht machen wir mal ein Bett, oder? Und das Bett, das könnten wir. Ja, da unten ist eigentlich nicht schlecht, oder? Da haben wir nicht einen direkten Zugang. Also baust du mal das Bett an, he? So, und wie sieht es bei den anderen aus? So. Machen wir da auf. Sehr gut. Jetzt hoffen wir, dass wir da vielleicht etwas finden. Abgeschlossen. Gut. Brauchen wir entweder einen Schlüssel oder mehr Dietrich? Ja? Gut, was haben wir denn da noch? Unsere Sachen. Ah, okay. Das Lager und ein paar Gedanken. Unser Unterschlupf ist eine scheußliche Ruine und macht einen depressiv. Wir sollten etwas dagegen unternehmen. Wir haben nur einen Stuhl, wir haben ein Bett, doch wir könnten mehrere gebrauchen. Es ist schwierig, auf dem harten, kalten Boden gut zu schlafen. Wir haben kein Radio, wir wissen nicht, was in der Stadt passiert. Uns fehlt es wirklich an Büchern. Ein gutes Buch könnte uns dabei helfen, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Hier zu bleiben ist ein bisschen besser, als auf der Straße zu leben. Uns fehlt es an Kaffee und Zigaretten. Wir haben Löcher in den Wänden und unser Unterschlupf ist nicht sicher. Und wir müssen immer auf der Hut sein. Okay. Das heisst, wir müssten vielleicht auch mal so etwas wie Wachen einstellen oder sonst irgendetwas. Was ist das für ein Uhrzeichen oder Ton? Also Eisbett haben wir. Was haben wir denn da noch? Auch die Nacht. Die Nacht planen. Also wir könnten da jemanden plündern lassen. Katja und der Pavle haben einen relativ grossen Rucksack mit dabei. Katja soll mal schlafen. Der Pavle ist leicht krank, dann machen wir das so. Ich glaube, wir machen es eher. Sie gehen plündern.
Und er hat halt wachst da. Ja? Gut, was haben wir da? Ruhiges Haus. Zerstörte Villa. Grosse Lebensmittelmenge. Aber da kann ich Ziel definieren, wo er soll plündern. Viel Lebensmittel, grosse Menge Materialien, Medikamente, Menge Waffen, eine Menge Teile. Also komm, machen wir mal genau so. Rucksack. Verschiedene Kräuter, Hersteller von Kräutermedizin und drei. Was? Drei Tabakzigaretten. Ah, okay. Was soll ich ihr mitgeben? Keine Ahnung. Wir können es klein hacken, Heizkräppe führen und. Ist okay. Was passiert jetzt? Jetzt habe ich B zurückgedrückt. Angst. Ah, jetzt sind wir dann plündern. Sehr cool. Gut. Ah, jetzt können wir da ein bisschen schauen, was man da mitnehmen kann. Sehr cool gemacht. Sehr cool gemacht. So, das kann man noch mitnehmen da. Waffe. Gut. Also wir können auch mit der Stärke, wo wir uns bewegen, den Lautstärkepegel steuern. Wenn du jetzt schaust. Wichtig, ich würde gleich gerne mal da rauf gehen. Ah, da siehst du mich raus. Ah, sehr cool gemacht. Ein Familienfoto mit den Eltern und ihren zwei Töchtern. Gut, dass die Mädchen nicht ihren Vater ähneln. Er sieht aus wie ein Bär. Ah, das ist das gewesen. Gut. Ach, so viel Lebensmittel und ich kann nichts nehmen. Das nehmen wir mit. Drei Teile, zwei. Komm, ich glaube, wir nehmen das Holz nochmal raus. Und nehmen wir fürs Wasser mit. Okay. Also jetzt wären wir eigentlich da schon voll, oder? Dort lebt irgendetwas am Boden, siehst du das? Abgeschlossen, aber nie mit ihnen her.
Gut. Dann würde ich sagen, wäre das der Ausflug in der ersten Nacht. Und jetzt ist schon wieder ein voller Rucksack. Ja, interessant. Cool, also so gehen wir eigentlich in die andere Wohnung ein bisschen umschneiden. Cool, also ich muss wirklich sagen, also auf den ersten Blick macht das wirklich sehr viel Laune da zum Spielen. Ganz klar ab 18, dass das gesagt ist, da Tag 2. So. Und jetzt haben wir schon relativ viele Teile. Also, Material, Bestandteile, da können wir Nägel, Kleppband, Kunststoffbehälter und so Zeug bauen. Komplexe Geräte. Zucker ist geil. Wasser haben wir 14 Tropfen. Waffen haben wir cool. Also. Gut, bedeutet, jetzt müssen wir da vielleicht mal ein bisschen weiterbauen. Machen wir noch ein zweites Bett. Ja, komm. Der Bruno, der Koch, was macht er? Mal laufen in die Werkstatt, um zu schauen, ob wir da irgendwie könnten Dietrich bauen oder etwas. Ein Werkzeug brauchen wir, um das aufmachen. Jetzt sind wir frei, voll freigeschaltet. Sehr nett. Danke vielmals, Xbox Live. Ermöglicht uns, Werkzeuge herzustellen. Ja, das wäre halt schon cool. Kann ich denn das jetzt schon machen? Ja, das kann ich jetzt schon machen. Dann machen wir da ein bisschen das Werkzeugzimmer unterirdisch. Macht Sinn. Hungrig, gleich krank. Kopfschmerz, also Medizin müssen wir mal haben für ihn. He? So, was haben wir denn da? Immer noch hungrig. Gut, das hat genau nichts gebracht. Ja. Medizin haben wir auch noch keine. Also da oben haben wir wirklich alles leer. Ja. Außer da hinten, aber das ist ja immer noch im zunigen Zustand. Also, gehen wir mal runter. Was ist denn da? Schau mal, was ich mitgebracht habe. Was haben wir denn da? Medizin, Bandage, Konservendose.
Also, cool. Also, ein kleines Handelssystem haben wir auch noch. Gut. Also. Jetzt kannst du halt wieder schlafen, komm. Gut. Schon wieder 13:30 am Nachmittag. So, mit dir bauen wir jetzt mal ein Werkzeug. Gut. Schauen wir gerade mal, wie das funktioniert da. Ja, spannend, spannend. Hey, und ich glaube, das ist aber so ein Spiel, wo man so ein bisschen Platz auch findet. Nebendran. Um ein paar Themen ansprechen. Und falls du irgendetwas hast, was wir das thematisieren sollen, hey, schreib doch in die Kommentare rein. Oder auch wenn es dir gefällt, was wir da machen. Was du willst machen im Krieg. So, komm, mach das. Ich bin auch hungrig, dann würde ich sagen, komm Pablo, gehen wir mal schauen. Also was müssen wir haben? Vielleicht einmal. Oh, es ist 16 Grad übrigens. Vielleicht müssen wir da mal schauen, ob wir nicht könnten. Ah, schaufeln. Könnte Bruno eigentlich etwas anderes machen, weil er kriegt das dann gerade Hilfe. Also gehen wir mal da runter. Aha. Sehr gut, geht viel schneller mit der Schaufel. Machen wir ein Radio, um ein bisschen zu hören, was geht, oder? Komm, wir machen mal das Radio. Der Küche? Ja, komm. Katja ist am Schlafen. Wer macht da auf? Ah, schau mal jetzt da, hä? Nehmen wir alles mit. Nacht, also. Das kann man schauen. Macht einmal die Woche. Und sie geht wieder plündern. Also, let's go. Zweiter Tag schon überlebt, hey. Nicht schlecht. Interessant, sehr interessant.
jetzt haben wir da oben gesehen, es hat Lebensmittel umeinander. Das ist das Wichtigste, was wir jetzt haben müssen. Was nehmen wir denn da? Sehr gut. Kurz und bündig machen wir das da. So. Da kommen wir erstmal einfacher rein. Gut, nächster Tag. Wenigstens haben wir jetzt etwas zu essen zusammen da für unsere drei Leute. Also, komm. So, mal schauen, was passiert, wenn wir der zwei von dem geben. Gut, dann hat sie genug. Dann soll sie pfusen. Dann gehst du auch essen, komm. Bruno. Du hast auch sicher auch das Hüngerli zusammen. Also, machen wir es so. Zweimal sollte lange. Also, da Verbandsmaterial ist gut. Das können wir den Pavle noch ganz kurz abschicken, um etwas zu essen. Warm zu halten, denkt der eine. Also, das bedeutet, ich würde mal sagen, wir müssen bald mal schauen für ein Öffeli oder zwei, hä? Gut. Nein? Gut. Also. Was kann man jetzt da machen? Unterschlupf zu heizen. Wo könnten wir den Ofen her tun? Ist ganz einfach zu benutzen. Zünde nur etwas Brennstoff aus Holz, Büchern und Bestandteilen an und verwende das Wasser, um eine Mahlzeit zu kochen, die nährstoffreicher ist als rohes Essen. Das war schon cool, oder? Dann werden wir das da unten machen, wirklich.
So. Mit dem Radio. Radio Pogorin. Mit großem Bedauern müssen wir Sie darüber informieren, dass unser Kollege Jovan heute Morgen verstorben ist. Er wurde auf dem Weg zur Arbeit von einem Scharfschützen erschossen. Wir werden ihn vermissen. So. Ja, und was kann man dann sich noch machen? Ich gehört mir nichts, he? So, ist auch noch nichts, he? Aha. Trotz desperater gegen Trotz desperater Gegenangriffe der Rebellen, um die Belagerung aufzuheben, bleibt Pogorin abgeschnitten. Die Regierungskräfte verhindern, dass jegliche Hilfe in die Stadt erreicht, mit der Begründung, dass sie den Rebellen in die Hände fallen würden. Okay. Musik. Da haben wir Kram. Die kommenden Tage sollten noch schön und warm sein. Das perfekte Wetter für einen Spaziergang im Park. Okay. So, das wäre also das, was im Radio so läuft. Ich glaube, wir brauchen den Dings. Einen Heizer. Also heisst das Material sammeln und dann weiter schauen. Ja, genau. Ich würde sagen, hey, das klingt doch nach einem Plan. Schön, dass du mit dabei warst bei der ersten Folge von This War of Mine, The Little Ones, obwohl wir jetzt mit den Grossen spielen. Hey, aber kannst nicht immer gewinnen, ob es dir gefällt oder nicht. Gib doch ein Like, einen Kommentar oder irgendetwas unten rein, dass ich auch weiss, dass wir da auf dem richtigen Ding sind. Und auf dem richtigen Board, auf die richtige Richtung spielen, meine ich. Ja, in dem Sinn. Danke fürs dabei sein. Bei Kuhnmann, Let's Plays. Auf Schweizerdeutsch natürlich. Ciao.